Hey Leute, willkommen zurück zum Mafia. Der Job ist die reine Erholung, heißt es. Und aus dem Grund sollen wir uns erstmal eine Waffe von Vincenzo holen und mit Ralph reden. Ja, und dann zum Treffpunkt fahren. Alles klar, ich hab's verstanden, Spiel. Okay, das ist doch ein Leichenwagen. Ja, guck mal, da liegt sogar ein Sarg drin. Hast du gerade ein Geschäft gemacht, Ralphie, hä? Aber gut, wir gehen erstmal zu Vincenzo. Und holen uns eine Knarre. So, Vincenzo. Hallo. Irgendwie redet der nie mit mir, kann das sein? Immer nur, wenn Pauli und Sam da sind. Hallo. Vincenzo. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen. Danke, Vincenzo. Also ohne das wäre ich jetzt nicht losgegangen, ne? Immer nur ein Basie. Warum kriege ich immer den Basie und die beiden die Tommies? Die können doch eh nicht gut schießen. Das haben wir schon festgestellt. Pauli, komm. Mal sehen, was Ralph wieder hat. Wahrscheinlich schon wieder ein neues Auto. Ich meine, erzähl mir mal was Neues. Ralphie. Ach ja, guck mal hier. Wie viele Autos wir mittlerweile haben. Jungs, ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Das gefällt mir. Sieht echt gut aus. So kommt ihr am besten rein. Naja, so gut sieht die Karre jetzt auch nicht aus. Da haben wir noch ganz andere Modelle, die mir besser gefallen würden. Ja, okay. Sieht leicht aus. Danke, Ralphie. Gern geschehen. Ein Lasseter V16, okay. Also das ist quasi die Karre in grün, die wir draußen in gelb haben und mit Verdeck natürlich. Alles klar. Dann machen wir was nur zur Entspannung. Ich bin ja gespannt. Ha. Komm, einsteigen. Die haben es irgendwie nicht so mit gescheiten Routen, die KI-Kameraden hier. So, moin. Ach nee, nur zur Erholung. So war das, nicht zur Entspannung. Robusto Tubes. Aha. Zigarren, ich halte nichts von Zigarren. Bah, die stinken doch nur. Oh, das ist gar nicht mal so weit diesmal. Wir müssen zu einem Haus im Rocks Quarter, um Sam abzusetzen. Ja, könnte ja auch schlimmer sein, dass wir jetzt wieder über die halbe Insel fahren dürfen und dann noch auf die andere Seite und wieder nach Oakwood und dann wieder zurück das Ganze. Ach ja. Irgendwie wird man hier einfach immer nur an den Arsch der Welt geschickt. Im zweiten Teil wird das wohl nicht anders. Ich bin schon sehr gespannt. Es soll so in so vielen Belangen besser sein. Aber leider ein ganz, ganz doofen Cliffhanger am Ende. Ja, ich muss mal gucken. Ich sagte ja, ich werde es direkt im Anschluss machen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das klappt. Gucken wir mal. Ich wollte irgendwann mal God of War 3 anfangen, versteht ihr? Dann kommen jetzt noch so viele neue Sachen raus, so Indie-Games zum Beispiel, die mich wirklich brennend interessieren. Und andere Sachen, die nicht so ganz Indie sind, aber die mich auch interessieren. Perfekt. Was? Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat auch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Ja, ich hab mir diese Bank angeschaut. Was? Was? Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher, nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld.
Quatsch. Uns geht's nicht schlecht, aber wir sind auch nicht reich. Ich habe kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht. Okay, gut. Okay, es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Bin gleich zurück. Tom, wir müssen zum Hafen. Oh, Polly, ob das eine gute Idee ist? Naja, also er will den Don übers Ohr hauen, ja? Das wird noch zum Streitfall kommen und wir stehen mittendrin und am Ende müssen wir uns entscheiden und wahrscheinlich dann für unsere Seite, weil, ja, es wird nicht ganz so thematisiert, aber ich schätze mal Sarah und Tommy, das ist wichtiger als die Familie für Tommy. Oh oh, still den Jetzt LKW. Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ihre Papiere, zeigen Sie mir Ihre Papiere. Soll ich jetzt aufsteigen? Tu mir nichts. Oh, was? Deine Identität ist aufgeflogen. Okay, Jetzt ich dachte, ich schieße auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Ich dachte, ich warte jetzt einfach kurz und, ne? Dann knall ich den ab und... Gib mir die Papiere, du Arsch. Was hab ich dir denn getan? Ich hab hier nichts. Aha. Ich treffe Sam und warte dann auf dich. Viel Glück, Tom. Ach so. Ja, ich darf wieder machen, ne? Ja, was haben wir jetzt eigentlich so eine tolle Karre bekommen hier, sag mal? Und warum hat... Warum hat Polly eine Tommy-Gun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will auch eine Tommy-Gun. Was? Was soll denn der Schmarrn? Jetzt warten wir hier auf einen LKW. Folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Wie kriege ich die Papiere, sag mal? Oh Mann, ich probiere das jetzt nochmal.
wir melden uns. Also Tommy und ich. Bis gleich. Wow, ich habe ein bisschen rumprobiert, Leute. Und wisst ihr, wie es geht? Man muss den LKW hier abladen, glaube ich. So, ich kann die Kiste nämlich aufheben. Hier wieder wegwerfen. Mit H. Es wird leider ein bisschen blöd erklärt, nämlich gar nicht. Und jetzt muss ich echt alles einzeln händisch abladen? So, jetzt fragt er wenigstens nicht nochmal andauernd. So. Weg damit. Weg damit. Weg. Kiste aufheben. Weg damit. Kann ich jetzt an die anderen Kisten ran? Kiste aufheben. Weg damit. Ja, ich habe einfach mal rumprobiert, weil ich habe es danach nochmal verhauen. Weil da ist die Polizei gekommen, als ich den Typen rausziehen wollte aus dem LKW. Naja. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ach, jetzt macht das automatisch, sehr schön. Gut, fahren Sie weiter. Danke. Ah, wunderbar. Jetzt muss ich nur aufpassen. Stehle alle Scorsese-Importkisten und ich wette mit euch, das wird auch wieder mit Ballerei zusammenhängen hier. Wo sind denn die Kisten? Oh ne, das sind wieder überall Wachen. Wenn ich wüsste, wo die sein sollen. Versandhalle. Ah. Ne, das sind sie auch nicht. Sind die da vielleicht? Scorsese. Ne, das sind sie auch nicht, oder? Verdammt, wo finde ich die denn? Soll ich vielleicht mal jemanden fragen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Also bei den Lagern hier wird es nicht sein. Hallo. Scorsese Import, wo seid ihr? Ihr doofen Kisten. Hallo. Hallo. Scorsese, da ist es doch. Wow. Ich hab sie. Ich hab sie. Wetten, der lässt mich aber nicht einfach so vorbei. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Haha. Was ein Idiot. Ich nehme die erstmal da runter, dann kann ich das schneller machen. Alle Kisten soll ich jetzt aufheben. Komm, ganz schnell. Oh nein. Bitte keine Zwischenfälle. Wer kommt da schon wieder? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, kommt ihr hier durch, ihr Blödmänner? Sieht gut aus, okay. Zur Abfertigungshalle. Ich glaube, es hackt. Die kommen schön auf meinen LKW und da werden sie abgehandelt. Dass der Boss was zu rauchen hat. So sieht's aus. Da. Na komm. Es ist viel zu ruhig. Ich wette, da kommt bald was. Das wird wieder in einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd gipfeln. Oh. Na, Kiste nicht so rumhüppeln. Ah. Wäre doch nur Sam hier oder Pauli. Die könnten mir helfen. Die Drecksarbeit bleibt immer an Tommy hängen. So sieht's aus. Ja, ist ja gut. Hupt mal nicht so viel da vorne. Das raubt meine Konzentration. Und die Kisten spacken rum. Aber wie blöde. Guck mal. Hup.
Na, so funktioniert's. Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache, wir haben hier einen Eindringling. Och nö. Wache! Ey. Oh, komm schon. Wow, das Vieh, was wohl? Ach nein, nicht schon wieder. Ich hau dem jetzt erstmal ins Über. Warte nur. Ich drehe den LKW schon mal. Wenn er nämlich shiften geht und ich hau dem eins über. Oh, habe ich vielleicht alle Zeit der Welt, das zu machen. So kommen nämlich die Wachen und ärgern mich dann nur. Ich lasse mal direkt hier ein, vielleicht geht das ja auch. Ey, Koppel. Ja, ja, haben wir alles schon gesehen. Komm jetzt, lass mich mal. Hallo? Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ja, Chef. Warte mal. Erstmal gucken, wo er hingeht. Lü. Musst du Lulu machen, ja? Aufs Klo, sagt er. Was? Okay, das war schon mal nix. Oh nein. Ah, komm schon. So ein Scheiß. Okay. Dann machen wir das gleich nochmal. Ich spule mal ein bisschen vor. Alles klar, ich mach das Ganze jetzt ein bisschen brachialer, warte. Erstmal hier parken. Warum soll ich mir die Mühe machen? Ich knall die einfach gleich alle ab. So, das sind die Zigarren. Ja, passt mal auf. Passt mal auf jetzt, so. Ich mir erstmal den Arsch hier. Und die Knarre dazu. Oh je. Geh doch mal sterben jetzt. Lauf mal nicht so zwischen den ganzen Zivilisten hier rum. Gut, den haben wir auch. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir alles tot. Alles tot mache ich jetzt. Seid ihr Arschgesichter, hä? Da hat immer einer geballert. Ich hab's ganz genau gehört. Ja, hat sich schon alles wieder beruhigt. Super. Mach ich gleich alle kalt, ja. Warte mal. Hab ich die? Nein, hab ich nicht. Hä? Ach, jetzt. Warte. Zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich fahr jetzt ganz nah ran. Ein bisschen langschrabbeln, ist ja nicht schlimm. Hauptsache, die Karre richtet sich aus. Ist ja gut, hör auf jetzt rumzuschreien. Ich tue euch nichts, ich will nur die Kisten. So. Wie hab ich dich? Nimm die Kiste. Ich weiß ja auch nicht, was hier falsch läuft, aber irgendwie... Ah, okay. Jetzt macht das. Ist ein bisschen fimschig mit der Steuerung manchmal, ne? So. Das machen wir jetzt noch ein paar hundert Mal und dann haben wir's. Ah! Die Checkpoints sind aber auch blöd. Guck mal. Ja, wirf dich auf den Boden. Ist okay. Ist okay.
Ja, ich lass dich doch. Wie schön Tobi das auch macht. Guck mal hier, ich muss einfach nur ranlaufen und dann klappt das. Das hätten sie jetzt echt ein bisschen schneller machen können, dass man hier einfach nur drückt und er entlädt oder belädt die automatisch alle. Gut. Was tut man nicht alles für den geliebten Don, ne? Ja, ja. Weil Salieri auch so ein netter Kerl ist. Wahrscheinlich nur, solange man mit ihm gut steht. Und irgendwann gibt's dann echt auf volle Pfund aufs Maul. Die ist rumgepfeife. Das hört doch mal auf damit. Ich wäre schon längst hier weg, wenn ich einer von den Arbeitern wäre. Das gebe ich mir noch nicht. Wenn da einer rumballert, dann hau ich ab. Und sag nicht die ganze Zeit, lass mich bitte am Leben. Ich hoffe mal, das geht jetzt so ohne weiteres, weil wahrscheinlich verfolgen die mich auch, ne? 100%ig verfolgen die mich jetzt. Guck mal, mit der freien Kamera ist es hier viel einfacher, weil der LKW, wow! Der ist so groß, Gott, das sieht man gar nicht. Ja, guck mal, das haben wir wenigstens wieder ein Checkpoint. Checkpoint Charlie, moin. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Was denn? Was ist? Und ich habe wieder eine Schadensanzeige. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe wieder eine Schadensanzeige. Ey, Butz. Oh nein! Oh komm, verzieht euch doch. Ich muss zum Checkpoint. Ich muss zum Treffpunkt. Oh, oh danke. Das war gut. Zur Hölle. Nein! Nicht abdrängen jetzt! Ah, die schießen auf mich! Und dann sagt die Polizei natürlich nichts, ne? Oh Gott. Helf mir doch mal, Polizei. Ey, wie sieht's aus? Helf mir doch mal. Boah. 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 Alle Polizisten wurden alarmiert, ja. Das ist ja fantastisch. Ey, Kenner. Helf mir doch mal. Stehen bleiben. Halt, Polizei. Das bin ich, der Dumme. Jetzt haben wir total den LKW da eingeparkt, oder was? Jungs, machen wir Platz hier. Ich glaube, wir müssen uns wieder freiballern, ne? Geht nicht anders. Au! Los geht's! Ich hoffe, das läuft jetzt ohne Zwischenfälle. Ich werde das mal ein bisschen rauslassen hier. Diese ganze Fahrerei wieder. Ah! Wir sind da, am Lager. Hat ja auch nur 10 Minuten gedauert, die Fahrt. Mit dem langsamen LKW, der sich in jeder Kurve dreht wie ein Stück Seife mal wieder. Perfekt! Geschafft! Gut! Jetzt sehen wir endlich, was in diesen Kisten ist. Gute Idee. Ich hoffe, die wurden unterwegs nicht beschädigt. Tommy hätte da vorher mal reingucken können, oder?
Ein paar Zigarren sind rausgefallen. Ja, ist halb so schlimm. Die hier ist nur krumm, also biegen wir sie gerade. Mist! Ich hab's versaut! Was zum Teufel machst du? Was? Ich hab was fallen gelassen, nichts Schlimmes. Hey, Kiste, was hast du denn in dir? Teufel! Tom, das wirst du nicht glauben! Was ist los? Was ist in den Kisten? Verdammt, denkst du auch, was ich denke? Sieht nicht unbedingt nach Zigarren aus. Und es ist definitiv kein Würfelzucker. Das sind Diamanten, und zwar verdammt viele davon. Vielleicht sind die ja nicht echt. Du weißt doch, die tauschen Zigarren gegen Spiegel und Glasperlen und so ein Zeug ein. Schätze, damit ist nur Kolumbus durchgekommen. Das sieht aus wie Diamanten, Tom. Und zwar jede Menge davon. Ich wusste doch, dass Salieri für ein paar Zigarren nicht so viel riskieren würde. Naja, anscheinend hattest du recht. Was willst du jetzt tun? Sollen wir sie einsacken? Was? Glaubst du, damit kommen wir durch? Wir können ja sagen, dass wir ein paar Kisten bei der Jagd verloren haben. Oder... Das kannst du vergessen. Das ist Schwachsinn. Leg sie wieder dahin zurück, wo du sie her hast. Ich will nicht mit einem Loch in meinem Kopf enden. Und wenn jeder von uns nur eine oder zwei nehmen würde? Das sind zu viele davon. Pauli. Okay, ich tue sie ja zurück. Aber was ist, wenn Salieri keine Ahnung von den Steinen hat? Ich glaube, das können wir schnell herausfinden. Wie? Sam bringt ihn gerade hierher. Da sehen wir mit eigenen Augen, ob er etwas weiß. Ob er das wirklich weiß, das sehen wir nächstes Mal, Leute. Ich muss nämlich hier mal langsam Schluss machen. Der Part wird sonst viel zu lang. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und bis dann mit Mafia.